Hallo liebe Funkfreunde, heute möchte ich euch in einem Video nochmal zeigen, wie man QSSTV für Linux kompiliert. QSSTV, das ist also ein SSTV-Programm für Linux und ist der Counterpart zum EasyPerl. Funktioniert das Gleiche, ist also auch hier mit diesem Programm digitales SSTV möglich. Und hier vielleicht mal einige Bilderchen dazu hier in der Galerie. So sieht das dann also aus. SSTV-Bilder, die digital übertragen wurden. Und durch die Fehlerkorrektur, die hier in diesem Programm eingebaut ist, kommt die dann also fehlerfrei an. Dieses Programm kann auch die analogen Modes, auch das geht. Und wie gesagt, ist also der Counterpart zum EasyPerl für Windows. So, und wenn wir hier auf QSSTV gehen, die Webseite befindet sich unter users.telenet.be. Und hier im Ordner ON4QZ. Danke auch an den OM für die Entwicklung dieses Programms. Und ich werde diesen Link dann auch hier in der Videobeschreibung verlinken. So, hier unter QSTV haben wir dann hier die Download-Section. Und wir haben hier unser QSSTV-Programm. Und das Vorgehen ist jetzt genau das gleiche wie beim FLDigi. Wir wechseln dann also hier in unseren Source-Ordner mit CDSRC in den Source-Ordner. Auch das hatte ich bei FLDigi schon gezeigt. Und ich mache es hier mal, lass es mal auflisten. Ich habe das hier schon runtergeladen. Wie mache ich das? Wie machen wir das? Das Runterladen funktioniert so. Wir haben hier, das ist die aktuellste Version 9.3. Also wir laden sie nicht so runter, sondern hier einen Rechtsklick drauf, Linkadresse kopieren, gehen hier zurück in unseren Ordner und geben hier ein wget und fügen dann hier mit Rechtsklick über das Kontextmenü den Link zu unserem TargetZ ein. Ich habe das hier schon gemacht, der wird dann heruntergeladen. Ich spare mir das jetzt an dieser Stelle. Und als nächstes muss dann der Befehl tar-xzf-qsstv-933 targz ausgeführt werden. Dann entsteht hier dieses Verzeichnis und in diesem Verzeichnis befinden sich dann die Source Codes ausgepackt. Als nächstes müssen wir jetzt, das ist ganz wichtig und das möchte ich euch zeigen, genauso wie bei der Installation oder beim Kompilieren von FLDigi, hier mit sudo aptitude build-dependencies qsstv ausführen. Und was auch ganz wichtig ist, auch das hatte ich bereits im vorhergehenden Video gezeigt, hier unter den Anwendungspaketquellen, ich zeige es hier nochmal, muss der Quellcode-Paketeschalter hier eingeschaltet werden und die Quellen dann entsprechend auch abgedatet worden sein. Das muss vorher noch gelaufen sein, aber das hatte ich bereits beim FLDG gezeigt. So, wenn ich jetzt hier Enter gebe, muss ich hier also mein Passwort eingeben und dann werden hier schon alle Abhängigkeiten mal für QSSTV herausgesucht. Und wir haben jetzt hier also circa 50 MB, hier etwas blöd umgebrochen. Moment, ich mache es hier mal bisschen größer. Also es werden ca. 50 MB erstmal weiter belegt oder mehr belegt im System. So, dann lädt er uns das jetzt hier alles runter aus diesen Source Code Quellen und installiert das dann. Und wenn er damit fertig ist, wechseln wir dann gleich in unser Verzeichnis vom QSSTV, was wir mit TAR ausgepackt haben. So, der Download ist jetzt abgeschlossen, die Pakete wurden installiert und als nächsten Schritt müssten wir jetzt hier in diesen Ordner QSSTV wechseln und dieses QMake ausführen. Allerdings erhalten wir da eine Fehlermeldung. Es muss vorher noch dieser Sudo-Befehl hier oben ausgeführt werden, also den bitte hier nochmal kopieren und dann hier oben über Einfügen hinzufügen. Und
mit Enter bestätigen, gegebenenfalls das Passwort eingeben und es wird dann also dieses Qt5 Default nochmal installiert. Das sind noch ein paar Kilobyte. Ich habe das hier schon gemacht, deswegen sagt er, hier ist alles schon in Ordnung. Vorher funktioniert das nicht hier mit diesem QMake, dann erhaltet ihr eine Fehlermeldung. So, wenn wir das auch noch gemacht haben, wechseln wir jetzt in den Ordner QSSTV hier hinein und führen QMake aus. Das ergibt jetzt hier keine Ausgabe mehr, denn diese Datei, auch diesen Befehl, hatte ich schon ausgeführt. Die Ausgabe oder es wird dann eine Datei erstellt und zwar heißt die hier QMake oder .qmake.stash. Ich gebe sie mal mit cat aus. Mal schauen, was da so drin steht. Hier ist also jetzt unsere ganze Verknüpfungsgeschichte erstellt worden und diese Datei wird also mit dem Befehl QMake erzeugt und das erhaltet ihr dann auch als Ausgabe. So, ich mache hier mal wieder ein Clear und jetzt können wir hier Make ausführen und wir sehen, er fängt jetzt an, das ganze Programm zu kompilieren. Das wird ein Stück dauern. Ich melde mich dann wieder, wenn es soweit fertig ist. So, fertig. Hat eine ganze Weile gedauert. Ist doch etwas umfangreicher, das Programm. Ja, und wir machen hier wieder unser Clear. Und als nächstes sudo make install. Und wenn wir jetzt hier auf Enter drücken, sollte das alles installiert worden sein. Und jetzt kann man hier mal QSSTV eingeben. Geben wir mal den großen Augenblick mit Enter und es wird gestartet. Schön. Damit haben wir erstmal QSSTV hier installiert und ihr seht hier auch wunderschön, wie hier schon gleich meine NF mitläuft und das Ganze zu konfigurieren, das werde ich dann in einem der nächsten Videos zeigen. Das ist erstmal hier gelungen. Sehr schön. Damit ist auch jetzt hier die Möglichkeit, digitales SSTV zu machen oder auch analoges SSTV. Und damit ist der Rechner für zukünftige Amateurfunk-Aktivitäten bestens gerüstet, beziehungsweise auch für Notfunk. Da habe ich auch noch das eine oder andere vor in den nächsten Videos. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Kompilieren von QSSTV auf Linux und bis zum nächsten Mal. Tschüss!